Kreatives Spiel mit flexiblem Programm. Seit seiner Gründung 1987 hat sich das Ensemble Oriol Berlin einen Namen gemacht. Mittlerweile ist das Streicherensemble ein Teil der Kammerakademie Potsdam, dem Spitzenorchester der brandenburgischen Landeshauptstadt. Die Berufsmusiker sind spezialisiert auf Sinfonie- und Kammerkonzerte, Opern und Musiktheater, engagieren sich aber auch im Kinder- und Jugendbereich. Zahlreiche Projekte wurden in den letzten Jahren gemeinsam mit dem Projektfonds Kulturelle Bildung realisiert. Für die Orchestermitglieder eine willkommene Abwechslung. Also Musiker sind ja meistens doch sehr kreative Menschen. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, jetzt nur im Orchester zu sitzen, ist kein wirklich besonders kreativer Job, weil man in dem Moment das tut, was der da vorne von einem will und man spielt die Noten. Natürlich hat man auch einen gewissen Spielraum, aber man kann nicht selber wirklich kreativ etwas schaffen. Und diese Möglichkeiten hat man wieder bei Schulprojekten, selber eigene Ideen entwickeln, die umsetzen, einfach mal wieder den gedankenfreien Lauf lassen, Dinge erfinden. Man geht mit einem ganz anderen Horizont, einer ganz anderen Einstellung auch an das Orchesterspielen, weil man immer im Hintergrund noch diese Kinder hört und sieht und versucht dann auch so eine Sprache zu finden und bemüht sich auch zum Beispiel um diese Authentizität, die Kinder nun mal unmittelbar mitbringen. Berlin-Klado. An der Grundschule am Ritterfeld lernen rund 350 Kinder. Musik ist wesentlicher Bestandteil des Lehrplans. Schüler können sogar Instrumente spielen lernen. Seit 2009 besteht zwischen dem Ensemble Oriol und der Schule im Rahmen des Projektes Künste und Schulen eine Partnerschaft. Musiker, Schüler und Lehrer spielen Oper nach, inszenieren kleine Konzerte und erfinden gemeinsam Musik. Die Lehrer der Schule schätzen die Projektarbeit außerhalb des Lehrplans. Die Musiker gehen meistens mit einem ganz anderen Ansatz daran, nämlich einem viel künstlerischeren, mit einem viel einfallsreicheren Ansatz. Und die haben Ideen, auf die würde ich als Musiklehrerin gar nicht kommen. Und das ist das, was ich mit am meisten schätze an dem, was die Musiker in die Projekte einbringen. Die Voraussetzungen in den Klassen sind unterschiedlich. Einige Kinder können Noten lesen, Instrumente spielen, andere nicht. Trotzdem soll jeder mitmachen. Bei rund 25 Schülern pro Klasse ist das eine Herausforderung. Wichtig also die richtige Vorgehensweise. Musiker fragen sich immer erstmal, was mache ich überhaupt, wenn ich an die Schule gehe und Musik vermittle? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eigentlich geht man immer Umwege und bezieht noch irgendein anderes Medium mit ein. Man geht über Tanz, man geht Bewegung, man geht über Film, das ist auch ein ganz tolles Medium, um Musik zu vermitteln. Oder man versucht eben über mit einem einfachen oder sogar selbstgebauten Instrumentarium die Kinder an ein kreatives Musizieren heranzuführen. Instrumentenbau spielte bei den Projekten Mehrklang und Neue Saiten am Ritterfeld eine wichtige Rolle. Bevor die Kinder musizieren konnten, mussten sie ihre Instrumente selber bauen, mit einfachen Mitteln aus dem Baumarkt. Das Instrumentenbauen konnten die Lehrer schon im Vorfeld testen. Vor dem Projektstart gab es eine Fortbildung für die Pädagogen. Wir hatten im Vorhinein ja einige Stunden Unterricht als Lehrer, haben gebastelt, das, was die Kinder auch hinterher basteln sollten, haben Sachen ausprobiert, haben unter Anleitung einer Dirigentin eben auch Musik gemacht mit diesen einfachen Instrumenten und das hat uns halt selbst auch großen Spaß gemacht. Nach dem Instrumentenbau wurde über mehrere Tage fleißig geprobt. Dabei eine eigene Partitur mit selbst kreierten Zeichen entwickelt. Der Höhepunkt, das große Konzert in der Aula der Schule. Ein derart großes Projekt ist eine künstlerische und organisatorische Herausforderung. Lehrer und Musiker müssen an einem Strang ziehen. Das ist nicht immer einfach, denn hier treffen zwei Welten aufeinander. Schule ist sehr regelmäßig, sehr fest strukturiert, hat festgeordnete Zeitpläne.
Orchestermusiker, sagen wir mal Künstler, haben immer so ein bisschen den Ruf, da eher ein bisschen lockerer zu sein. Wenn es dann auf eine Aufführung zugeht, dann dreht sich es genau um. Da sind wir nämlich gewohnt, wirklich absolut effektiv und auf den Punkt zu arbeiten. Und das erfordert eine wirklich auch Übung, sich da einzuspielen, dass jeder die Arbeitsweise des anderen kennenlernt und dann auch sich umstellt und sich anpasst. Also dass die Künstler doch irgendwo lernen, sich in diesen ein Stück weit auch in diesen regelmäßigen Ablauf einzufügen, aber die Schule auch lernt, so ein gewisses Maß an Chaos zu tolerieren und zum Schluss dann doch auf den Punkt zu arbeiten. Beim Projekt Figaro stand die Oper im Mittelpunkt. Hier inszenierten drei Klassen eigene Szenen. Ausgestattet mit Kostümen und Requisiten wurden Schüler zu Schauspielern, Tänzern und Musikern. Figaro, du hier? Ganz anders das Projekt Wie klingt die gelbe Kugel? Gemeinsam mit einer Künstlerin erstellten Schüler einen kleinen Trickfilm inklusive Soundeffekte und Filmmusik. Des Projektes Till Eulenspiegel inszenierten Schüler einer jahrgangsübergreifenden Klasse Musiktheater. Obwohl die Hauptakteure 6 bis 10 Jahre alt waren, gab es wegen der Altersunterschiede keine Probleme, wie bei den meisten Musikprojekten. Eine total tolle Erfahrung fand ich, zumal die kleinen Kinder sehr gut von den Größeren mitgenommen wurden beim Spiel. Sie haben sie regelrecht an die Hand genommen, auf sie aufgepasst während der Arbeit und ihnen gesagt, wann ihre Einsätze waren. Kreativität jenseits vom Lehrplan. Die Projektarbeit mit den Berufsmusikern erweitert nicht nur den künstlerischen Horizont der Kinder, sie sind auch lehrreich in puncto Teamarbeit. Ja, wenn ich mit meinen Kollegen gemeinsam musiziere, dann sehen die Kinder schon diese Interaktion zwischen den Musikern, ja, wenn sie erleben, wie sagen wir, drei Individuen ja, an einem Strang ziehen ja, und perfekt aufeinander eingespielt sind. Ja. Das fasziniert die Kinder schon, ja, dass jetzt 3 Instrumente oder 30 Instrumente perfekt zusammen spielen. Ja, du kannst jetzt mache ich kurz leise, ist dann so. In den letzten 4 Jahren haben die Berufsmusiker des Ensemble Oriols zahlreiche Projekte an der Grundschule am Ritterfeld erfolgreich umgesetzt. Tatkräftig unterstützt vom Projektfonds Kulturelle Bildung. Die Kooperation soll auch in Zukunft fortgeführt werden, zum Nutzen von Schülern, Lehrern und Musikern. Durch die Projekte, die wir machen, und durch die Künstler und Musiker, die zu uns in die Schule kommen, kommt natürlich noch ein höherer Aspekt dazu, nämlich wirklich Kunst. Ich denke, das ist eine unglaublich dankbare Aufgabe auch, wenn man ein positives Feedback bekommt, ein Lächeln oder eine Frage, kann man das Instrument irgendwo lernen oder ich möchte auch sowas machen. Das ist schon was Besonderes, das haben wir nicht so oft in unserem Beruf. Man merkt oft dann einfach erstmal wieder so direkt, hey, wofür, dafür mache ich das. Also für diese unmittelbare Begeisterung, man sieht den Kindern an, wenn man sie erreicht. Man sieht ihnen auch an, wenn man sie nicht erreicht. Und für dieses Feedback schon allein lohnt es sich, solche Projekte zu machen. Wenn die dann so mitsingen und mitmachen können und sich so identifizieren mit so einem Charakter, jetzt in dem Fall vom Till Eulenspiegel oder so, ja, dann merkt man einfach genau, das ist es.